Willkommen bei Teil 2 des Fireblade-Berichts. Im Tag 1 haben wir die Form lackiert, haben die Innenlage reinlaminiert und die Form ins Vakuum gelegt. Und nach frühestens 12 Stunden nehmen wir die jetzt wieder raus. Man sieht es hier, wie wir die aus dem Sack, die Form rausziehen. Hier sieht man, dass das ein bisschen die Form am Vlies anbappt. Das liegt wohl am Harz, was sich da rausgesogen hat. Hier haben wir jetzt die Flächenform und wir ziehen das Abreißgewebe, was unten liegt, und den Zeltstoff oben drüber ab, in einem spitzen Winkel abziehen, damit man nicht die Innenlage rausreißt. Hier haben wir die Klebestreifen, die den Stützstoff fixieren. Auch die ziehen wir wieder vorsichtig im spitzen Winkel ab. Für die Leitwerke das Gleiche. Auch beim Rumpf ziehen wir das Abreißgewebe raus. Es geht hier erheblich schwerer raus. Man sieht hier, wie Alex es festhält, das Gewebe, damit man es eben nicht mit aus der Form reißt. Das ist auch die größte Sorge hier beim Entfernen, was laut Alex mit sanfter Gewalt zu passieren hat. Auch hier sieht man jetzt gleich wieder, wie er das Gewebe festhält. Genau. Und nicht einfach mit Gewalt reißen, sondern wenn es nicht weitergeht, so ein bisschen nach links und nach rechts ziehen und nicht nur gerade am Abreißgewebe ziehen. Das ist der Tipp, den ich von Alex dazu bekommen habe. Die Formen sind jetzt vom Zellstoff befreit und was wir jetzt machen, ist, dass wir sie säubern. Das bedeutet, wir machen die Reste ab vom Lack, vom Harz und auch vom Innenlagengewebe, die eben überstehen an der Form mit so einer Klinge in genau dem richtigen Winkel, ganz vorsichtig und immer schön nach außen und nicht nach innen, damit wir nicht die Innenlage eben aus der Form rausziehen. Hier entfernt Alex schon die Ohren von dem Stützstoff, damit die Endleiste, die wir hier jetzt schon wieder schleifen, auf Null zulaufen kann und auch damit die Ohren von der Fireplate spitz zulaufen können. Hier sieht man jetzt schön die Endleiste und den abgenommenen Stützstoff. Beim Schleifen hat Alex noch seinen Keil, das werdet ihr gleich nochmal sehen, unten abgeklebt, damit das Schleifpapier nicht über die Form drüber geht. Hier sieht man jetzt, wie wir auch die Flächenformen entsprechend versäubern. Auch hier wieder das Gewebe, Lack und Harz vorsichtig abnehmen. Und hier sieht man sehr schön, wie er eben von der Mitte wegarbeitet. Auch die Flächenohren von der Fireblade wieder den Stützstoff ausnehmen. Die sollen ja fast auf Null hinterher rauslaufen. Da darf kein Stützstoff dazwischen sein. Und auch bei der Endleiste, hier zieht Alex, also schneidet Alex tatsächlich den Stützstoff ein bisschen vor, bevor wir dann gleich schleifen. Er sagt, das geht einfach schneller und hat sich entsprechend bewährt. Hier jetzt wieder schleifen und hier sieht man jetzt auch schön den abgeklebten Bereich vom Schleifklotz, wo, ja, der einfach nicht auf der Form schleifen soll. Die Ränder macht er ohne den Schleifklotz klar und hier sieht man jetzt auch wieder schön den Übergang und dass das Ganze auf Null rausläuft. Auch die Nasenleiste schleift Alex einmal ganz vorsichtig ab. Jetzt kommen die Ausschnitte in den Stützstoff. Dazu hat sich Alex Vorlagen gefräst. Die werden unten mit zwei Stiften in der Form fixiert, sodass man immer die richtige Position hat. Und hier schneidet er jetzt schon den Hauptholm mit einem Messer aus. Das Messer ist vorher extra stumpf gemacht worden. Da ist also ein bisschen an Schleifpapier gerieben. Ganz wichtig ist, dass man eben den Stützstoff nur leicht anritzt und nicht durchschneidet, weil sonst ist man direkt auf der Formoberfläche und versaut die sich entsprechend. Hier werden jetzt das Querruderscharnier ausgeschnitten, oben drüber und unten drunter sieht man die Schnitte jetzt hier für den Steg. Hier sehen wir jetzt die Markierung auf dem Stützstoff. Man kann eben erkennen, wo was ist. Und das werden wir jetzt gleich nutzen, um mit einem Schraubenzieher das Ganze auszunehmen. Auch die andere Seite kann man mit der Form machen. So, und das sind jetzt stumpf geschliffene Schraubenzieher, mit denen wir ganz vorsichtig an den geritzten Kanten entlangfahren und somit eben den Stützstoff ausnehmen. Das sieht man jetzt hier auch beim Hauptholm in Zeitraffer. Hier ist Alex, geht erst außen rum mit einem dünnen Schraubenzieher vorsichtig. Und jetzt mit einem dicken Schraubenzieher nimmt er eben die Mitte aus. Die Querruderscharniere, die müssen ein bisschen abgeschrägt werden, damit hinterher die Lippe besser einläuft und auch damit das Gewebe besser anlegt. Dazu schneidet Alex wieder mit der Klinge ganz vorsichtig eine kleine Kante rein.
Und dann wird mit Schleifpapier das Ganze eben bearbeitet, so dass sich eben keine spitze Kante ergibt, sondern dass das Ganze ein bisschen abgerundet ist. Da passt das Gewebe besser her, hinterher besser rein. Das sind die Ausschnitte für die Servo-Ausschnitte hinterher. Auch bei den Leitwerken zeichnen wir den Stützstoff ein. Das hier ist jetzt ein Höhenleitwerk von der Crocoblade. Hier sind wir jetzt wieder bei Fireblade. Da sehen wir vorne einen Holm, wo Alex gerade den Stützstoff ausnimmt, und hinten eben den Ruderspalt, und über und unter dem Ruderspalt sehen wir eine Markierung. Dort kommen Stege hin, die werden hinterher aus Mumpe bestehen. Auch hier schleifen wir den Ruderspalt wieder vor, damit die Dichtlippe gut einlaufen kann. Und hier sieht man sehr schön, wie das Ganze abgerundet ist. Jetzt werden die Rovings zugeschnitten, sowohl für die Fläche als auch für das Leitwerk. Alex hat sich hier am Tisch Markierungen gemacht. Für die Fläche haben wir pro Seite 25 Rovings, beginnend ab 1,30 Meter und dann jeweils 5 cm der nächste Roving kürzer. Hier sind die Rovings für die Unter- und die Oberseite der Fläche zugeschnitten. Alex fasst die immer zu solchen Bündeln zusammen. Also er nimmt immer 5 bis 6 Rovings, die er zu einem Bündel schon mal vor zusammenfasst. Hinten sieht man von den Höhenrudern die Rovings. Harz anrühren, schön durchmischen. Ganz klar, das ist das 110er HP E110L Harz. Und jetzt wird an den Formen schon mal die Nasenleiste, die Endleiste und auch die Bereiche, wo die Rovings reinkommen, ein bisschen mit Harz vorgedrängt. Hier drängt Alex den Steg ein bisschen vor. Das ist einfach, damit der Kontakt vom Gewebe hinterher besser zustande kommt und damit das Gewebe nicht ganz so nass sein muss. Auch bei den Flächen, Nasen und Endleiste. So, jetzt werden die Rovings satt mit Harz getränkt. Alex hält die Rovings in der Mitte fest und macht also erst hier die rechte Seite der Rovings und dann im Anschluss die linke Seite. Und man sieht hier wirklich, wie er satt das Ganze mit Harz tränkt. Die Rovings sollen möglichst platt sein und eben sich nicht verdrillen oder verdrehen. Auch hier ist nochmal schön die große Harzmenge zu sehen und hier sieht man auch, wie er sie quasi glatt streicht mit seinem Pinsel. Jetzt entfernt er grob überschüssiges Harz wieder von der Mitte weg mit so einem Gummiroller. Der treibt ja quasi das Harz vor sich her. Und zusätzlich werden die Rovings eben nochmal schön geplättet. Alex macht das Ganze jetzt noch ein bisschen warm, ungefähr handwarm mit einem Heißluftföhn, damit das Harz besser einziehen kann. Man sieht hier auch ein bisschen, wie sich die Folie wellt. Also auf keinen Fall zu heiß machen, weil sonst wird dem Harz nicht gut tun. Hier fasst er jetzt schon die Rovings zu Bündeln zusammen. Wir fangen hier mit den Leitwerken an und er hat jetzt so ein Bündel genommen, nimmt jetzt genau die Mitte, ermittelt er davon, indem er die beiden Enden hält und fängt jetzt an der Mitte an, die Rovings einzubringen. So, und das Ganze drückt er jetzt ein bisschen mit der Schere an. Hier sind die Rovings einen Tacken zu lang geworden, deshalb schneidet er sie dann auch noch gleich ein bisschen ab. Weiter geht's mit der Fläche. Da fangen wir mit den längsten Rovings an und hier macht Alex vorsichtig das Paket, um die Rovings möglichst nicht zu verdrillen. Und hier machen wir genau das Gleiche in der Mitte, also wir ermitteln die Mitte und dann fangen wir dort an, die Rovings auszurollen. Das ist jetzt also im Steg, der hat eine gewisse Breite, an der Unterseite legt er jetzt das Roving erstmal ein vom Steg. Vorsichtig andrücken. Und jetzt kommt der zweite Roving-Strang, den legt er jetzt an die Oberseite, dass eben möglichst auch vorne und hinten am Steg die über die gesamte Länge Rovings liegen. So geht es immer weiter, bis wir eben schon bei den kleineren Strängen sind. Und die werden vorsichtig angeklopft. Und wenn sich jetzt noch Lücken bilden zwischen den einzelnen Roving-Strängen, dann kann man die
da haben wir zum Beispiel eine Lücke, dann kann man die durch sanftes Hoch- und Runterbewegen der Hand so ein bisschen zusammen massieren. So, jetzt kommt Zellstoff drauf, erstmal um das Ganze nochmal grob überschüssiges Harz rauszuziehen, wieder mit der Gummirolle vorsichtig entlangfahren und dann das Ganze wieder abziehen, natürlich wieder im spitzen Winkel, wir wollen ja die Rovings nicht von der Aussparung wegziehen. So, jetzt sieht man schön, wie hier die Rovings liegen. Ich denke, das ist ganz gut geworden. Jetzt kommen noch die Verstärkungen für die Servos, für die Servoschächte. Die hat Alex hier aus Brettau gemacht, ein bisschen Harz drauf und jetzt das überschüssige Harz wieder raussaugen. Und jetzt mit der Trägerfolie legt er das an die vorher eingeritzten Markierungen. Man sieht, die schließen am Holm an, für einen guten Halt. Und jetzt zieht er im spitzen Winkel seine Trägerfolie ab und tupft das Ganze noch ein bisschen fest. So, jetzt kommen die Zuschnitte für die Innenlage. Das ist hier 25er Glas. Man könnte auch 50er Glas nehmen. Auch dafür hat Alex wieder Schablonen. Man sieht hier 45 Grad Winkel, schneidet er das Gewebe. Er lässt hier zur Schablone ein bisschen Überstand an den Seiten. Und in der Mitte hat er schon eine Überlappung in seiner Schablone. So, jetzt ist hier ausgeschnitten, jetzt prüft Alex vorsichtig mit der Hand, ob auch wirklich an den Schnittkanten alles weg ist. Und wenn ja, dann rollt er ganz locker und vorsichtig das zusammen. Das Gewebe verschiebt sich unheimlich leicht und man muss sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Sonst hat man hinterher nicht mehr die Form, die man vorher brauchte. Auch für die Leitwerke, klar, machen wir die Zuschnitte. Auch hier hat Alex seine Schablone. Und jetzt wird das Ganze getränkt mit einem Roller. Ein bisschen Harz aufnehmen, klar, Schaumstoffrolle. Wieder das 110er HP-Harz und jetzt geht er von der Mitte, wo er ansetzt, in solchen vorsichtigen Bewegungen weg, damit sich das Gewebe erstmal an der Folie auch quasi festsaugt und damit das eben nicht verschiebt. Jetzt ist das Gewebe fest und jetzt kann er ein bisschen aggressiver schon rollen und den Rest eben tränken. So, jetzt wird vorbereitet, der Stützstoff wird mit einer sehr trockenen Rolle vorsichtig abgerollt, um eventuellen Staub oder andere Teilchen da zu entfernen. Klar, sowohl bei den Höhenleitwerken als auch bei der Fläche. So, jetzt wird die Trägerfolie zusammen mit dem Gewebe eben ausgeschnitten, damit wir das Ganze schön übertragen können, ohne dass sich das Gewebe verschiebt. Und jetzt wird es vorsichtig aufgelegt, beginnt ab der Mitte. Wir haben ja unsere Markierung auf der Trägerfolie gemacht. Und jetzt wird das Ganze vorsichtig angedrückt. Und es klebt hauptsächlich an der Nase und an der Endleiste. Deshalb haben wir die auch vorher getränkt. Am Stützstoff klebt das Ganze sehr, sehr schlecht. Und klar, auf den Rovings klebt jetzt das auch. So, und jetzt im spitzen Winkel. Man sieht, Alex hält das Gewebe mit dem Messer fest. Hier vorsichtig abziehen. Und dann schon beim Abziehen rollert Alex das Ganze nochmal fest. Man sieht hier auch wieder, wie sich am Stützstoff das Gewebe quasi kaum anklebt, sondern nur an der vorher getränkten Nasen- und Endleiste und eben an den Holmen und an den Aussparungen. Die Schraubenlöcher werden noch mit Mumpe versehen, bevor das Gewebe draufkommt. Und das sowohl bei der Fläche als auch bei den Leitwerken. So, auch auf die Leitwerke, klar, kommt das Gewebe drauf. Hier helfen uns auch wieder unsere Markierungen beim Auflegen. Und jetzt kommen die Abreißgewebe und Zellstoffteile, die wir heute Morgen, als wir ausgepackt haben, abgemacht haben, die können wir jetzt einfach wiederverwenden, weil so viel Harz haben wir aus der Außenlage nicht rausgezogen. Allerdings doppeln wir das Ganze noch auf, den Zellstoff, hauptsächlich dort eben, also eigentlich über dem Holm, aus den Rovings wird ja noch jede Menge Harz rauskommen, da kommen noch 3 Schichten Klopapier drauf und das Ganze muss natürlich wieder befestigt werden, damit es nicht verrutscht im Vakuum. So, jetzt kommen die Folien in den Vakuumsack, unten hat Alex ja sein Vlies, sodass er alleine
die Folien eben einschieben und rausziehen kann, ohne den Sack zu beschädigen. Hier haben wir jetzt diese grüne Folie, das ist so eine Gitterfolie, die verhindert, dass das Vakuum sich eben hier an solchen Kanten, wie Alex das zeigt, festsaugt, sondern das sorgt einfach dafür, dass die Luft auch an solchen Kanten noch vorbeiströmen kann. Blöd wäre ja, wenn man nur an einem kleinen Teil des Sacks ein richtig gutes Vakuum hätte. Zum Sack verschließen nimmt Alex Acryl aus dem Baumarkt, das sagt das billigste, mit so einer Spritze. Und wichtig ist natürlich, dass das eine Raupe ist, die zieht er hier nochmal, dass die keine Unterbrechung hat, logischerweise, damit das Ganze auch hinterher dicht ist. So, jetzt wird die Vakuumpumpe angeschlossen und auch schon eingeschaltet. Das heißt, es zieht sich jetzt alles bei. Damit es besser funktioniert, positioniert Alex die Folie schon mal um die Kanten drumherum. Sieht man jetzt im Zeitraffer. Und er drückt die Folie an den Stellen, wo sie quasi um die Ecke muss, schon mal ein bisschen an. Ja, hier sieht man auch, wie er die Nasen und die Endleiste andrückt, nochmal speziell. Und jetzt hat er so einen Balsaholzklotz, einen gerundeten, und damit drückt er jetzt unter Vakuum auch nochmal die Rovings an, und zwar damit die genau auf Höhe des Stützstoffs sind. Alex hat nämlich ausgefräst hinterher den Holm, der da reinkommt, und er möchte die Rovings genau auf Höhe des Stützstoffs haben. Auch alle Aussparungen drückt er nochmal an, damit die Folie eben hier optimal sich quasi um diese Kanten drumherum saugen kann.